So, und da sind wir wieder. Beim letzten Mal haben wir das Handelsminispiel abgeschlossen. Hurra! Das war endlich. Ja auch nervig genug. Ja. Ja, ne? Wir haben außerdem inzwischen ja auch alle Schatzkarten gesammelt, also werden wir uns jetzt wohl oder übel mal dran machen müssen, alle Schätze zu heben. Ja, es fehlen noch 16. Was kann man so wunderbar sehen? Wir haben 49 und 33 davon haben wir gehoben. Ja, es gibt in jedem Planquadrat einen und wir sehen an den roten Kreisen auf unserer Karte ja zum Glück, welche wir schon haben. Und ja, wir haben hier noch drei im ja, nordwestlichen Bereich von uns, bis zur verwunschenen Bastion hoch. Ja, also die liegen ja quasi irgendwie so halb in der Nähe, von daher kann man die ja direkt alle hintereinander machen. Ja, wo wir gerade mal hier sind, machen wir das jetzt mal eben. Welche müsste die denn hier sein? Das ist westliche Feenkordial, das müsst ihr ja sicherlich auch schon irgendwo sehen. Ja, das siehst du auch schon. Achso. Hältst genau drauf zu. Ich hab das für einen Moment für die Nadelfelsinsel gehalten. Nee, es ist Feenkordial. So. Und ich kann so lange einfach mal zum Spaß das hier aber nicht benutzen. Das kannst du ja aber leider nicht benutzen. Hier liegt das Dreiaugenriff, sagt Tingle. Du bist gerade im Planquadrat vom Dreiaugenriff. Ah ja. Und jetzt bist du im Planquadrat vom südlichen Feenkordial. Vom westlichen? Westlichen Feenkordial. Meine Telepathie sagt mir, dass hier eine Fee ist. Glaub mir. Wussten wir auch noch gar nicht. Nee, wir haben auch noch gar nicht alle Feen besucht. Nee, noch lange nicht. Ist, haben wir noch gar nicht gemacht. Deswegen können wir auch nur 5000 Rubine tragen, weil wir nicht alle gesehen. Ja, und nur 99 Bomben und nur 99 Pfeile. So, wo ist denn der große Schatz? Ich sehe gar nichts. Großer Schatz, zeig dich. Da muss er doch irgendwo sein. Da ist er. Ich habe für einen Moment hab ich befürchtet, dass es eine von den Triforce-Karten sein von den beiden Triforce-Karten ist, die wir noch nicht entschlüsselt haben. Das wäre ärgerlich gewesen. Ich hoffe jetzt mal, dass irgendwie an der verwunschenen Bastion oder so nicht gerade dieser eine Triforce-Schatz ist. Na, werden wir gleich herausfinden. Ja. Es wird ärgerlich, wenn es so ist. Aber naja. Da! Schatzkarte Nummer 8. Ja, muss glaube ich noch ein Stück. Oh! Gute Arbeit. Du solltest nicht an mir zweifeln in diesem Let's Play, wenn es um Schätze heben geht. Ja, ja. Abgesehen von dem. Trotzdem. Von den ein, zwei Missgriffen, die ich hatte, läuft es eigentlich recht gut. Sehr wahr, sehr wahr. 200 Rubine! Davon werden wir jetzt wahrscheinlich noch einige finden. Hey, davon haben wir jetzt immerhin schon mal die Pandels-Genie-Statuette wieder rausgeholt. Grumpfel. Ja. Nördlich von hier liegt, glaube ich, das Zwei-Augengriff. Ne, Zwei-Augengriff ist irgendwo ganz im Süden. Ein-Augengriff? Ne, das ist irgendwo in der Mitte. Drei-Augengriff? Vier-Augengriff! Wir haben doch fast drumherum geraten. Wir hatten fast alle Zahlen durch. Ja, ja. Leider kann ich den großen Schatz auf Tingles Karte nicht sehen, das ist immer sehr unpraktisch. Ja. Aber da hat man ja eben die Schatzkarten. Hier liegt das Vier-Augen-Riff. Des Weiteren Tingle, Meer und Sand. Es helfe dir halt in der Hand für ganz lang. Hey, es ist bereits Abend. Herr Fee, ich werde dich beschützen. Ausrufezeichen, Herz. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wie war's? Na, wie war's? Freut mich, dass es dir gefallen hat. Jederzeit wieder. Natürlich ist er in dem Riff drin. Das ist nervtötend. Aber ich kann dich ja beschützen, wenn du das machst. Ja, Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der Vier-Augen-Riff. Da. Das sieht gut aus. Das müsste es gewesen sein, ja. Ich gehe mal eben auf den Tingle-Schild. Tingle, Tingle, Meer und Sand. Schütz, Herr Fee, mit starker Hand. Ist auch so unglaublich beknackt, dass die ganzen Kanonen wieder ganz sind. Ja, ich weiß auch nicht, wir haben es erobert und die Schatzkarte davon bekommen und trotzdem sind die Dinger plötzlich alle wieder da. Das ist irgendwie doof. Ja. Ja, ein Stück noch. Warst du zufrieden mit deinem Bodyguard, Tingle? Heb den Schatz, jawohl! Ich hab den Schatz! Heb den Schatz! Ja! Da, 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 da. Und in diesem Schatz befindet sich. Wenigstens ich hab verstanden, worauf sie hinaus muss. Wenigstens einer! Das ist die große Feenkarte! Jawohl! Ja, sie zeigt dir, wo sich die Feenkönigin und die großen Feen aufhalten. Die ist ja jetzt noch so sinnvoll. Ja, ne? Ich kann es ja mal eben zumindest zeigen, die Karte. Ja, das mache ich auch. Aber erstmal bin ich aus der Danger Zone hier raus. Die Danger Zone.
Ja, und weiter nach Norden. Auf zur verwunschenen Bastion. So. Ziemlich nah dran. Die, da war sie. Die große Feenkarte. Ring. Die sehen aber nicht so groß aus, die Feen. Hier. Nee, irgendwie nicht. Wieso haben zwei davon Stab? Die eine gibt uns magische Pfeile und die andere gibt uns mehr Magie. Schätze ich mal. Ach so. Ah ja. Doch. Ich verstehe, worauf sie darauf hinaus wollen, aber irgendwie habe ich jetzt irgendwie erwartet, dass die große Fee als einzige markiert wäre. Ja, ich auch. Irgendwie merkwürdig. Naja. Ja, dann gucken wir mal, ob wir den großen Schatz an der verwunschenen Bastion schon heben können. Ich hoffe ja mal schon. Ich hoffe auch. Weil die verwunschene Bastion liegt so außerhalb von allem. Ja, leider. Aber wir müssen hier storytechnisch sowieso nochmal hin, ne? Müssen wir? Müssen wir nicht? Nee, nicht. Ah, nee, stimmt. Ha, davon ist auf jeden Fall. Nee, stimmt, die verwunschene Bastion hatten wir komplett Doch, wir hatten noch was vergessen in der verwunschenen Bastion. Wo wir gerade hier sind. Das ist zwar ein bisschen zeitverschwenderisch und ist für nicht viel, aber geh mal in die verwunschene Bastion rein. Wir hatten noch was für Tingle vergessen. Ja, aber erstmal den Schatz! Schatz! Heben. Wo ist er denn? Das ist. Fahr erstmal noch ein Stück ran, oder? Fahr noch ein Stück ran. Ja, das war sie sogar. Was sei denn, das ist ein Triforce-Teil, das wir schon irgendwie aufgedeckt haben. Fahr doch erstmal noch ein Stück ran. Ich will jetzt auf die eine Schatzkarte, die es nur sein kann, zurück. Die hier. Ja. Vollbremsung! Oh, die Haftverbremsung hat relativ gut funktioniert. So, und in der Schatztruhe direkt neben der verwunschenen Bastion. Das muss ja wohl ein ordentlicher Schatz sein, wenn wir direkt neben der verwunschenen Bastion was heben müssen. Ja. Hoffen wir mal. Es sind... Eine Karte? Nein, 200 Rubine. Wow, toller Schatz für die Karte direkt bei der verwunschenen Bastion. Ja, ne, wie gesagt, dann geh noch mal bitte kurz rein. Ich will hier nämlich noch was holen. Okay. Dafür musst du in die Bastion wirklich reinlaufen. Ich bin mir jetzt leider nicht so ganz hundertprozentig sicher, in welche Richtung wir laufen müssen. Aber ich glaube, du musst die Treppen hoch und dann rechts den Weg laufen, den wir beim allerersten Mal gelaufen sind, als wir hier waren. Du erinnerst dich? Nö. Also es ist gut, dass es hier keine Gegner mehr gibt und nichts. Ja. Wir haben so gut leergeräumt, die verwunschene Bastion. Da rein. Geh mal da rein. Ich hoffe, das ist der richtige Weg, ansonsten werden wir halt eine Weile suchen müssen in der verwunschenen Bastion. Okay. Aber es ist ja auch nicht schlimm, nicht wahr? Immerhin habe ich hier sogar eine Karte. Ja, irgendwo gab es ja diesen Raum mit Betten, den suchen wir auf jeden Fall. Den Raum mit der einen Laserstatue an der Wand. Das musste jetzt sein. Was tust du? Der ist es nicht. Nee, der ist es nicht. Den erkennt man sehr gut, den Raum. Ja, wir müssen dann noch ein Stück weiter durch. Roll den lang, immer den Gang lang. Da habe ich meine Tingle-Karte und dann kann ich sie nicht benutzen, weil es andauernd lädt. Ja. Oder so. Das ist er. Das ist der Raum. So, da vorne ist die Laserstatue und da unten sind die Betten. Wir wollen auf die Betten. Rare. So, stirbt. Stirbt. Vor allem stirbt. Dann kletter mal auf den Betten rum. Moment bitte, Tangled. Ja. So, weiter. Hark. Keine Reaktion. Nein, noch keine Reaktion. Ich meine, das ist auf einem der oberen Betten. Lang. Noch keine Reaktion. Ja. Spring mal rüber. Spring weiter. Immer noch keine Reaktion. Sind da noch mehr Betten? Die in der Mitte. Ah, ich weiß nicht. Da. So komme ich zum Beispiel. Ja, wunderbar. Ich wusste gar nicht, dass man da so drauf kann. Okay. Lauf mal weiter. Weiter. Keine Reaktion. Wunderbar, wir haben Zeit verschwendet. Ja. Bist du dir sicher, dass das hier war? Nein, bin ich nicht. Ja, wunderbar. Ich habe das leider selbst noch nie geholt, aber ich dachte, es wäre hier. Ja, ne? Dann muss es irgendeine andere Plattform gewesen sein. Dann müssen wir wohl oder übel mal weiter suchen.
Ja, suchen wir mal. Wo könnte es gewesen sein? Hier ist schon mal ein Schiffshangar. Interessant. Und eine Ratte. Und Fledermäuse. Ach doch, jetzt weiß ich wieder. Da müsste irgendwo so ein großer Pott sein, in den wir reinfallen müssen. Kann es sein, dass er sogar in dem Raum ist? Müsste im ersten Stockwerk sein, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, wir sind gerade im Erdgeschoss. Das muss auf jeden Fall erstmal nach oben. Ich meine, er ist irgendwo in einem der östlichen Räume. Also musst du genau auf die andere Seite. Laserschwein! Laserschwein! Du hier vorne die Tür rausnehmen, oder? Du willst zu hoch. Ja, okay, ja. Wir können nach oben durch. Dann sind wir auch sogar direkt auf dem richtigen Stockwerk. Hat auch was. Ja. Komisch. Warum hatte ich denn da was mit den Betten im Hinterkopf? Weiß ich nicht. Weiß es wirklich nicht. Naja, auf jeden Fall sind wir mal auf den mittleren Betten rumgelaufen. Das passiert auch selten. Ja. Es hat auch viel Schönes, nicht wahr? Ja, es war wunderhübsch. Finde ich auch. Ja, ist das hier schon der Raum oder mussten wir noch einen weiter? Ich glaube, wir müssen sogar noch einen weiter. Aber guck dich mal da unten um, ob da irgendwo ein Pott ist. Ha, wunderbar. Mit dem zurückkommenden Bumerang abgewehrt. Nein. Das ist Gefängnis. Nein. Ja. Das ist eins der beiden Gefängnisse. Ja. Klick, Tür. Dann gehen wir noch einen Raum weiter. Weiter. Und wie wünsche ich mir gerade, ich hätte Pegasus-Stiefel. Pegasus-Stiefel? Ich wünsche dir das Hasenohren. Ja, das wäre auch praktisch. Die Pegasus-Stiefel schön da lang sprinten den ganzen Flur wäre auch hilfreich. Und Hasenohren. Ja, dann guck dich mal hier in dem Raum unten um, wenn du die Fledermäuse entfernt hast. Das waren nur zwei. Da ist er. Das ist der Topf. Da wollen wir rein. Dann lass dich mal da reinfallen. Genau, wunderbar. Achtung! Moment bitte, Tingle muss erstmal laden, denn du hast gerade das Stockwerk lang ist daneben gesprungen. Warum? Tingle-Ballon. Das kannst du hier aber leider nicht benutzen. Benutzt doch das. Ja. Jetzt ganz langsam. Doch. Was machst du denn? Warum bist du denn nicht rückwärts gerollt? Was kann ich denn dafür? Warum lädt Tingle so verdammt langsam? Dann müsst ihr doch längst gezählt haben, wenn ich da drauf stand. Du hättest nur ganz leicht in die Richtung drücken müssen. Nein, lang springt automatisch. Ganz leicht. Ganz sachte. Jawohl, gute Arbeit. Oh, das ist ein magischer Topf. Der übrigen Flüssigkeit kannst du spielend aus der übrigen Flüssigkeit kannst du spielend einen Tingeling machen. Du kannst jetzt magische Restflüssigkeit erhalten. Damit sind die Tingelings jetzt billiger. Schwein muss man eben haben, lieber Kunde. So, jetzt können wir also rote Tingelings für 10, grüne für 20 und blaue für 40 kaufen. Wow, das hat sich ja gelohnt. Nein, es hat sich nicht gelohnt, aber es ist etwas, das wir verpasst haben, das ich mitnehmen wollte. Und es wäre auch recht schnell gegangen, wenn wir gewusst hätten, wo es war und wenn wir auch nicht in diesen Topf gesprungen wären. So. Wir haben auf jeden Fall die drei Schatztruhen hier gehoben in dem Gebiet und wir haben jetzt hier in der verwunschenen Bastion auch das letzte geholt, das wir verpasst haben, mit ein bisschen Umstand. Und ja, dann würde ich sagen, wirbeln wir mal wieder zu Tingles toller Insel! Ja, weil wir müssen ja noch die beiden Triforce-Karten entschlüsseln lassen, die wir noch haben. Ja, sonst haben wir nachher viel zu viele Rubine. Ich meine, die haben wir sowieso. Und wenn wir jetzt sowieso durch die Gegend fahren und alle Schätze heben wollen, dann wäre es sinnvoll, wenn wir auch alle Schätze heben können. Ja, eben. Das wäre irgendwie vorteilhaft. Wenn wir dann nicht nachher 1000 Rubine oder 2000 Rubine in Sand setzen, weil wir sowieso schon 5 haben. So, ja, tolle Insel. Wenn wir die beiden Karten nicht entschlüsseln lassen, können wir nicht alle Schätze heben. Das wäre dann irgendwie unpraktisch. Ja, das auch. Da stehen sie wieder. Unsere Tingle-Statuen. Ja, und übrigens Klaus. Der Postkasten. Ja, jetzt bekommen wir endlich die Super-VIP-Belohnung. Super-VIP-Belohnung. Bin ja mal gespannt, was wir dieses Mal bekommen.
Guten Abend! Ich habe einen Brief von Lang. Hier ist der erste Brief. Dieser Brief ging mir Nachname. Die Schweine! Fick dich, Terry. Seriously, das macht 10 Rubine, ist Ihnen das recht? Ja, gut. Super VIP-Kundenbelohnung und wir müssen dafür bezahlen. Ich glaub's nicht. Ich begrüße Sie ganz herzlich als Super VIP-Kunde bei uns. Vielen Dank, dass Sie immer bei uns Terry-Händlern einkaufen. Auf Ihrem Punktekonto sind 60 Punkte zusammengekommen, sodass wir uns erlauben, Sie mit dem heutigen Tag zu einem unserer Super VIP-Kunden zu machen. Jeder unserer Super VIP-Kunden erhält einen besonderen Bonus, einen Prämienschein, mit dem Sie alle Ihre mitgeführten Items bis zum Limit aufstocken lassen können. Praktisch. Ja. Wenn Sie den Zeitpunkt für günstig halten, lösen Sie ihn bitte bei einem Terry-Händler in Ihrer Nähe ein. Allerdings gibt es davon abgenommene ausgenommene Items. Du hast den Prämienschein erhalten. Was ist das denn für ein Ding? Alle Items, die du mit dir führst, werden bis zum Limit aufgestockt. Wenn du meinst, es ist soweit, wende dich an einen Terry-Händler deines Vertrauens. Du verwahrst ihn erst einmal in der Posttasche. Ja, den können wir einlösen, kurz bevor wir das letzte Gebiet in Angriff nehmen. Ne? Wie schön wir gerade einmal kurz in den Turm geguckt haben. Ja. So, nach langer Zeit besuchen wir mich mal wieder. Ja. Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit telepathisch nicht erreichbar. Oder tingelt sie was nicht an? Triff ihn doch auf ein Pläuschen. Hallo Lang, ich hab dich vermisst! Was wollen wir spielen? Hä? Du willst gar nicht spielen? Uiuiuiui! Dieser alte, nostalgische Duft. Sag bloß, du hast eine Karte gefunden? Famos, famos, zeig her, zeig her. So kannst du die Karte nicht lesen. Soll ich sie für dich entschlüsseln? Mach 398 Rubine, wie immer. Üppig, aber ja. Bist du des Wahnsinns, Karte? Tingel, tingel. Mehr und Kululimpa, lies die Karte in meiner Hand. Du hast dir die Karte entschlüsseln lassen, jetzt weißt du, wo du den Trifaus-Splitter finden kannst. Blablabla. Also mit Hilfe von Seekarte und Shop, mach dich schlau. Soll ich dir noch eine Karte entschlüsseln? Mach 398 Rubine. Sehr teuer, aber bitte. Tingel, Meer und Sand. Lies die Karte in meiner Kululimpa. Du hast dir die Karte schon wieder entschlüsseln lassen. Jetzt weißt du, wo sich alle Trifaus-Splitter befinden. Wunderbar, wunderbar. Ja, ne? Ja. Puh, Herr Fee. Streng dich an und find den Schatz. Drückst du im Seekartenmenü auf Y, kannst du ja, diese Karte... Ja, bla, bla, bla. Wir wissen, wie man Karten liest, Tingel. Danke. Also irgendwie tut mir die blauen Schleimhäute ernsthaft leid. Aber, oh Mann, tot allen Schildern. Oh Mann. Du hast mir vor Schreck erst einen Tingelballon gegeben. Oh Mann! Oh. Ich glaube nicht. Ich glaub's nicht. Ich kann nicht mehr. Ja. Wirbel mal nach Portemonnaie oder fahr nach Osten, ist mir egal, eins von beiden. Wie steht denn der Wind? Das himmlische Kind. Norden. Ja, Norden. Wir wollen auf jeden Fall nochmal bei Gelegenheit kurz auf Portemonnaie vorbeigucken, denn wir haben ja sehr viel mit den fliegenden Händlern getauscht. Ja, mal schauen, wie Susunaris legendärer Stand jetzt aussieht. Ja, wir dann mal aber wir wollen ja natürlich unterwegs noch sämtliche Schätze immer noch heben. Ja, und da wir hier im Osten die noch nicht gehoben haben, den Schatz. Schatz! Schatz, können wir das jetzt eben machen. Was ist denn das für eine tolle Insel im Osten? Im Osten liegt die gut versteckte nördliche Triangelinsel. Na, so gut versteckt ist es genau wieder nicht. Nee, nicht so richtig. Da waren wir irgendwie auch ein paar Mal. Ja, ein paar Mal. Da ist übrigens etwas Hartes, wo du gerade bist. Das sind schwimmende Fässer. Das hast du jetzt noch gar nicht gesehen, nicht wahr? Die sind mir gar nicht aufgefallen, bis du es erwähnt hast. Ja. Ne? Sarkasmus! Wo ist denn der Schatz? Wo ist denn der Schatz?
Hier ist eine Insel mit einer süßen Statue. Wer die da wohl hin und warum platziert hat, faszinierend. Ja, faszinierend. Ist eigentlich schade, dass die nicht mehr die ganze Zeit ihre Laserstrahlen durch die Gegend schießen, die Statuen. Ja, ne? Und das wär ziemlich cool gewesen. Dass sie überhaupt wieder zu Statuen geworden sind und nicht immer noch diese Figürchen sind, die Göttinnen sind, die wir da rausgeholt haben. Ja, ne? Nächste Karte. Gucken wir mal, welche ist das denn? Muss irgendeine von den dreieckigen sein. Müsste die dreieckige mit der Spitze nach oben sein. Auch nicht. Da! 26 ist es. Ich wünsche, man könnte irgendwie die Schatzkarten, die man schon gehoben hat, irgendwie aus so einem Filter rausmachen. Das wäre gar nicht mal so unpraktisch, ja. Da ist er auch. Und in dieser Schatztruhe befinden sich... 200 Rubine und keine sinnlose Karte. Bitte. Davon haben wir schon zu viele. Wir brauchen zwar keine Rubine mehr in diesem Spiel, aber... Es ist eine Oktokarte. Damit weißt du, wo sich die schrecklichen Riesenkraken befinden, die auf See Unwesen treiben. Wunderbar. Die brauchen wir jetzt auch noch unbedingt. Ja, guck mal eben drauf, wo wir sie gerade noch gefunden haben. Die Oktokarte. Da, die Octalus-Karte. Ring. Da steht sogar dran, wie viele Augen die haben. Das ist ja gar nicht so unpraktisch. Der mit den vier Augen ist nur deshalb rot, weil der die einzige ist, wo eine Fee rauskommt. Achso, deswegen. Ich dachte schon, hä? Haben wir da einen nicht erwischt? Nee, wir haben alle. Ja, und dann wirbeln wir nach Portemonnaie hoch, würde ich sagen. Soll ich nicht direkt zum Feenkordial, wenn ich sowieso einmal auf dem Weg bin? Ja, gut, kannst du auch machen. Ja. Aber, ne? Ja, auch den einen Schatz kriegen wir noch. Na gut, Schätze heben ist ja sowieso nicht so unbedingt die spannendste Beschäftigung. Da können wir auch ein bisschen länger machen zum Schätze heben. Ja. Es ist Tag. Lala, huiui, schon morgen. Ich bin wohl eingenickt, während ich den Tingelziever hielt. Sagt Tingel. Ja, wie immer. Ja. Wenn er nicht gerade sagt, ein neuer Morgenmund hat Sonne in der Schnauze oder so. Ja. Oder Ausrufezeichen. Ich kann eine Fee erspüren. Was sagt sie? Tingel, ich liebe dich. Oho, aber bitte nicht vor den Leuten. Tingel hat merkwürdige Fantasien. Ich muss sie auch noch vorlesen. Ja. Dafür beneide ich dich wirklich nicht. Ja, das ist auf jeden Fall der nächste große Schatz. Direkt vor dem Feenkordial. Ich glaube, die andere Richtung wäre schneller gewesen. Die waren alle relativ am Anfang, glaube ich. Die Feenkordialkarten. Mhm, irgendwie schon. Da, Nummer 3 ist es. Möwen. Ja. Oh, sogar zu weit. Ich glaub's ja nicht. Wir müssen mal zurückfahren zu so einem Schatz. Und noch ein Stück. Ja, ist ganz gut. Sollte hier richtig sein. Ja. Wow. Ja. Wunderbar. Und in dieser Schatztruhe befindet sich ein Herzteil, 200 Rubine, wer weiß. Bitte nicht noch eine unnütze Karte. Es ist 200 grüne Rubine. Mehr Glück kann dir kaum widerfahren. Damit haben wir wieder 3000 zusammen und damit beenden wir auch mal diese Episode für heute. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir nach Portemonnaie reisen und uns damals Susinaris Stand angucken. Bis dahin, ciao. Aloha.